Das Live heute wird sein, euch zu helfen, nochmal einen Schritt in die Klarheit zu kommen, was für eine Power wir haben. Die Welt dreht sich nach unserem Dünken, Gutdünken, nach unseren Gedanken. Es ist ein Zustand, ein Seinszustand, der unsere Wahrheit ist, den wir uns jetzt wieder zurückerobern dürfen. Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe ja vorher gefragt, was ihr gerne kreieren wollt in eurem Leben. In den einen Kommentar habe ich gesehen, eben Liebe, Leichtigkeit, weiß jetzt nicht nochmal was. Hallo, hallo. Aber ihr könnt jetzt auch nochmal schnell reinschreiben. Was wollt ihr haben in eurem Leben? Was seht ihr in eurer 3D-Realität im Moment noch nicht, was euch fehlt? Weil wir sind die Kraft der Schöpfung. Wir sind die Kraft der Kreation. Und es gibt so viele Mythen, so viele Methoden, so viele Ansätze, wie ich das machen kann und so weiter und so fort. Aber die Wahrheit ist, es ist super einfach. Es ist super einfach. Nur müssen wir wissen, wie und wer und was wir wirklich sind. Wenn wir da nur einen einzigen kleinen Zweifel haben, Zweifel kreiert Zweifel. Wenn du zweifelst, dass die Welt von dir kreiert wird, dann kreierst du dir, dass die Welt nicht von dir kreiert wird. Alles, was du glaubst, alles, was du denkst, alles, wovon du überzeugt bist, wird sich in deinem Leben zeigen. Und insbesondere auch in Bezug auf dich. Dieses göttliche Selbstbild, das wir uns nicht erlauben, weil wir so informiert und konditioniert worden sind, trägt dazu bei, dass wir uns klein und ohnmächtig fühlen. Und wenn du dich klein und ohnmächtig fühlst, dann bist du jemand in einer Welt, der klein und ohnmächtig ist. Wenn du dich falsch fühlst oder daneben fühlst, dann bist du jemand in einer Welt, der falsch und daneben ist. Wenn du andere über dich setzt und besser machst und größer machst und mächtiger machst, dann kreierst du deine Welt so, dass du klein bist und dass andere mehr Macht haben als dich. Alles, was du entscheidest in deinem Universum, in deiner Welt, wird sich dir zeigen. Und auch alle unterbewussten Entscheidungen werden sich dir zeigen. Sie haben sich dir schon gezeigt. Alles, was sich dir gezeigt hat, alles, was sich dir zeigt in deinem Leben, ist auf eine Entscheidung, eine Überzeugung von dir zurückzuführen. Es gibt nichts außerhalb von dir. Kein Leben außerhalb von deiner Aufmerksamkeit kann existieren. Alleine schon die Tatsache, dass du, wenn du deine Augen, nur deine Augen benutzt und deine Wahrnehmung reflektierst, dann ist es deine Wahrnehmung. Und wie oft hast du mit Menschen Streit oder Auseinandersetzungen, weil sie eine andere Wahrnehmung haben, weil sie andere Überzeugungen haben, weil sie andere Einstellungen haben, weil sie die Dinge und das Leben anders sehen als du, weil sie andere Sachen glauben, weil sie von anderen Sachen überzeugt sind. Und schon allein daran erkennst du, dass jeder seine eigene Welt hat, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt, dass jeder seine eigene Welt kreiert, mit dem wie er die Sachen sieht. Ich will es dir nochmal plastisch beibringen.
Es ist ein und dieselbe Person, die steht hier vor mir und vor dir. Jetzt habe ich es wieder nicht. Ich wollte mal eine Puppe mitnehmen. Nicht immer meine Hand. Guten Morgen. Ein und dieselbe Person steht hier vor uns. Ich sehe sie an und du siehst sie an. Ich sage, wow, so ein schöner Mensch. Wow, was für eine geniale Figur. Wie schön die Augen leuchten. Und du siehst die gleiche Person an und sagst, boah, ich finde die richtig dick, übergewichtig. Diese Person ist absolut übergewichtig, sollte mal mehr Sport machen, sollte vielleicht zum Friseur gehen. Ja? Oder nehmen wir einfach nur mal mich hier. Wir sehen beide mich. Ich sehe mich hier auch in der Kamera und ich sehe mich an. Was kann ich jetzt über mich denken? Wow, was hast du für eine Frisur? Hättest du dir mehr Zeit nehmen sollen? Siehst du jetzt hier anständig aus? Was denken denn die anderen von dir? Ja? Wenn ich denke, was ihr von mir denkt, dann denke ich immer noch dasselbe. Und es ist meine Entscheidung, es ist mein freier Wille, es ist meine Kreation, mit was für einem Selbstgefühl ich hier sitze. Ob ich hier sitze und sage, wow, ich sehe fantastisch aus. Das wird ein riesengeniales Video, das wird euch so helfen. Das wird euch den Tag versüßen, das wird euch den Start in den Tag erleichtern. Und ich sitze da und sage, ich bin gut und richtig hier. Und dennoch kannst du jetzt hier vorbeischauen in diesem Video und denken, wie sieht denn die aus? Was meint denn, wer die überhaupt ist? Was meint denn die, wieso die hier was zu sagen hat? Hatte die keine Zeit, irgendwie ihre Haare besser zu machen? Das kannst du alles denken. Aber was ich denke in meiner Realität über mich und wie ich mich hierher setze, mit welcher Überzeugung und mit welcher Intention für dieses Video, für mein Leben, was das Video für einen Impact, also für eine Wirkung haben soll, das entscheide ich hier. Und dementsprechend fühle ich mich und dementsprechend sehe ich dich. Es ist meine Entscheidung. Und ihr schaut jetzt hier zu und ihr seht mich. Und es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven, die ihr womöglich habt. Aber welche Perspektive für mich entscheidend ist, entscheide ich. Und weil ich es entscheide, entscheide ich doch hoffentlich für mich. Also entscheide ich, dass du den Input, den du von diesem Video jetzt bekommst, großartig findest und dass es für dich ganz entscheidende Veränderungen gibt in deinem Leben, dadurch, dass du jetzt diesen Input kriegst von mir, weil du erkennst, dass du die einzige wirkende Kraft in deinem Leben bist, dass du die Schöpferin bist, dass du der Schöpfer bist und dass du dich als das betrachten darfst. Und wenn du aus dieser Perspektive heraus dein Leben siehst, und zwar nicht nur siehst, sondern lebst, quasi schon in das gewünschte parallele Leben eintrittst, das deinen Wünschen entspricht, dann denkst du anders, dann fühlst du anders, dann fühlst du andere Selbstgespräche mit dir und dann erkennst du auch, dass everyone is you pushed out, dass es keinen Menschen gibt, der nicht in dir entstanden ist, die Version jeden Menschen, den du in deinem Leben für dich kreierst, entscheidest du. Du entscheidest, als welche Version seiner selbst eine Person in deinem Leben auftritt. Und es läuft so unterbewusst, du merkst es oft nicht, du machst es immer, oder? Du siehst jemanden und du entscheidest, wer er ist, weil du deine Strukturen und deine vorgefertigten Denkmuster und Überzeugungen hast. Ja? Prototypen, diese Prototypen, die wir alle teilen sozusagen, die werden von uns selber gemacht.
jeder einzelne Mensch, welche Ansicht du über jeden einzelnen Mensch hast, diese Ansicht entsteht in dir. Und du hast diese Ansicht vielleicht nicht selber kreiert, sondern du hast sie übernommen von dem, was du gelernt hast, was du gehört hast, was du erfahren hast. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht jetzt und in jedem weiteren folgenden Moment in deinem Leben verändern kannst. Du kannst entscheiden, ob Leute mit einer goldenen Uhr Bonzen sind oder Weltenretter. Du entscheidest es. Weil das ist der erste Eindruck, den du hast. Und der erste Eindruck stimmt immer. Ja, genau, der erste Eindruck stimmt immer. Aber es ist ja dein Eindruck, den du schon hast, der muss ja immer stimmen. Aber wenn du deinen ersten Eindruck generell veränderst und sagst, jeder Mensch, den ich treffe, ist ein Herzensmensch und hier, um Liebe für mich und die Welt zu bringen. Wenn das dein Glaubensgrundsatz ist, dann werden dir solche Menschen begegnen. Dann wirst du nur solche Menschen sehen, sei es online oder sei es offline. Aber wenn du so gepolt bist, wie zum Beispiel ich aus meiner Vergangenheit, als Kind, das sind ja diese prägende, ist ja diese prägende Zeit bis 6, 7 Jahre, was du dort erlebst, das sind deine Lebensgrundsätze. Wenn du dort erlebst in dieser Zeit, dass du ein Mensch warst, ein Kind warst, das, für das man sich zum Beispiel nicht interessiert hat, wie ich, das nicht wichtig war, weil ich das so wahrgenommen habe, weil meine Eltern komplett absorbiert waren von irgendwelchen anderen Geschichten und ich mich immer vernachlässigt gefühlt habe und nicht wahrgenommen gefühlt habe, gehe ich logischerweise mit dieser Perspektive in die Welt und postuliere, dass die Welt, das Leben, die Menschen in dieser Welt mich vernachlässigen und nicht für wichtig erhalten. Und jetzt, als erwachsener Mensch, liegt es an mir, mir neue Überzeugungen, neue Glaubenssätze zu holen, die für mich positiv sind, die mich als göttliches, wunderbares Wesen, das hier ist, um in Liebe, Freude und Begeisterung zu leben, muss ich mir das erarbeiten. Ich muss es mir erarbeiten. Ich erarbeite mir eine neue Perspektive. Ich erarbeite mir eine neue Weltsicht. Ich erarbeite mir ein neues Universum. Ich erarbeite mir ein neues Leben. Ich erarbeite mir ein neues Selbstbild. Ich weiß, wer ich wirklich bin als göttliches, perfektes Wesen. Bin ich fehlerfrei? Warum mache ich denn Fehler? Das habe ich in meinem Video gestern erzählt. Ich mache jedoch scheinbar nur Fehler, weil ich das als fehlerhaft beurteile, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das ist doch das Fehlerhafte. Aber dieses Fehlerhafte ist nur eine fehlerhafte Perspektive, eine Perspektive aufgebaut aus Lügen. Jetzt liegt es an mir, das zu verändern. Und ich bin so machtvoll und so kraftvoll. Und in diesen Stuhl darf ich mich setzen, in diesen Schöpferstuhl und ganz klar erkennen, ja, ich habe das alles gemacht. Die Frage hier, ab wann kreiert ein Mensch? Ein Mensch kreiert immer. Auch ein Kind kreiert immer. Und der Gag ist ja, was heißt Gag? Aber darauf, worauf es ankommt, ist, dass wir unser Bewusstsein wieder zurückerlangen, dass wir bewusst kreieren und nicht unbewusst. In Hypnose, das ist der Zustand, den du als Kind hast, bist du quasi hypnotisch. Du lebst voll aus dem Unbewussten heraus. Und dieses Unbewusste wird langsam aber sicher von einem göttlichen, reinen, perfekten Selbst- und Weltbild verändert in dieses Menschen-Weltbild, das dein Umfeld hat, deine Eltern und einfach dein komplettes Umfeld, in das du reingeboren bist. Und jetzt geht es darum, dass du quasi wieder in deinen Urzustand,
in dieses bewusste Kreieren reingehst und dieses alte, unterbewusste, falsche wieder mit dem wahren Unterbewussten ersetzt. Auch wie ich es gestern schon gesagt habe, dass du dein Unterbewusstsein jetzt füllst mit dem wahren Wissen, was deine Göttlichkeit betrifft, was deine Perfektion betrifft, was deine Existenz aus Liebe, von Liebe, aus einem Bewusstsein der Liebe darfst du erschaffen und leben. Und dieses Bewusstsein, dieses Denken, das musst du dir erarbeiten. Das hast du nicht mehr bei dir. Du hast den Zugriff auf all diese Dinge, wenn du wieder in deinen wahren göttlichen Zustand eintrittst und wirklich, wirklich spürst, dass du Liebe bist. Und was heißt Liebe? Liebe heißt Fülle. Liebe heißt Perfektion. Und was ist Perfektion? Hola, Sabine, was ist Perfektion? Perfektion ist alles das, was erhebt und was glücklich macht. Und alles das, was erhebt und glücklich macht, entsteht in dir. Macht dich Schokoladenpudding glücklich? Du entscheidest das. Lässt du Schokoladenpudding die Erlaubnis, gibst du ein Schokoladenpudding die Erlaubnis, das glücklich zu machen? Das ist noch relativ einfach. Aber welchem Mensch in deinem Leben gibst du die Erlaubnis, dich glücklich zu machen? Wie wär's mit jedem? Das ist auch wieder so ein Mindset. Nein, das kann ich ja nicht. Es gibt so viele Menschen, die haben mich enttäuscht, die haben mich verletzt, die haben mich klein und schlecht gemacht. Und so siehst du diese Menschen. Aber es liegt an dir, denen Menschen eine andere Aufgabe zu geben in deinem Leben. Jeder Mensch in deinem Leben ist das für dich, was du entscheidest. Und was wir alles entscheiden dürfen, das ist so großartig. Wir können entscheiden, aus jedem Menschen die großartigste und beste Version in seinem Leben zu machen, in unserem Leben zu machen. Und wir können entscheiden, dass für jede Person Glück, Freude, Fülle da ist. Und wenn du diese Person so siehst, wie es dein Herz glücklich macht und nicht, wie es deine Erfahrung war, dann wird sich die Person verändern in der Art und Weise, in der sie mit dir umgeht. Das geht bis ins allerkleinste Detail. Du entscheidest alles. Das ist einer, der ignoriert mich. Gut. Einer, der ignoriert dich. Das ist einer, der trägt mich auf Händen. Gut. Einer, der trägt dich auf Händen. Das ist jemand, der liebt mich bedingungslos. Gut, es ist jemand, der liebt dich bedingungslos. Naja, hat mir aber in der Vergangenheit gezeigt und gerade in den vergangenen 3 Momenten oder in den vergangenen letzten 5 Minuten, dass ich nicht wichtig bin. Dann liegt es an dir, nur das zu sehen, so lange zu projizieren, bis das Außen es dir widerspiegelt. Und wenn deine Stories und deine Geschichten und deine Einschränkungen, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das darf man nicht, jeder da draußen hat freien Willen. Wenn das das ist, was du noch glaubst, dann ist es so. Aber wenn du ganz ehrlich mit dir bist, und da rege ich dich jetzt wirklich an, das zu tun, schau bitte hin, schau hin, was du glaubst. Schau hin, wovon du überzeugt bist. Am einfachsten ist es in Bezug auf die Menschen, die du kennst. Als was hast du dir eingeordnet, wie sind die bei dir kategorisiert? Und solange du die Kategorisierung dieses Menschen nicht bedingungslos veränderst, wird dieser Mensch so bleiben, wie du willst. Aber wenn du die Kategorisierung eines Menschen veränderst und sagst, nein, ich glaube nicht mehr an die Story, ich glaube nicht mehr an das, was ich gesehen habe im Außen, weil ich weiß, ich kreiere eine neue Story in meinem Inneren,
dann machst du deine Mutter und deinen Vater und wen auch immer in deinem Leben zu der Person, die sich für dich wunderbar, gut und richtig anfühlt. Egal, was die Geschichte war. Du hast die Kraft und die Macht, als Schöpfer deines Lebens, jeden Moment alles neu zu erschaffen. Mit deinen Gedanken. Deine Gedanken sind deine Perspektiven, deine Gedanken sind deine Überzeugungen. Deine Gedanken ist der Glaube, wer du selber bist, wer die anderen sind und wie das Leben funktioniert. All das denkst du dir selber zusammen. Und leider sind wir darauf konditioniert, uns nichts Positives für uns selber zusammenzudenken. Also müssen wir es lernen. Also müssen wir es lernen, wie wir uns selbst im höchsten Licht der Liebe sehen. Wie du dich selbst als perfektes, göttliches Wesen sehen kannst, dich spüren kannst, dich fühlen kannst und wissen, wie dann deine Perspektive auf die Dinge ist, auf die Menschen, auf die Welt, auf die Situation. Keiner kann dich zwingen, dein Leben scheiße zu finden. Keiner kann dich zwingen, irgendeine Person abzulehnen. Keiner kann dich zwingen, von einer Person das Schlechteste und das Übelste zu glauben. Jeder Mensch kann sich jeden Moment verändern, wenn du es zulässt. Aber in deiner Welt kann sich niemand verändern, wenn du ihm einen Stempel gibst und sagst, er ist böse. Und du glaubst doch selber nicht, dass jeder Mensch per se böse ist. Das Böse wird genauso kreiert wie die Liebe aus einer Perspektive heraus. Und diese Perspektive kommt eben nicht aus dem allerhöchsten Verstand, aus der höchsten liebenden Vorstellungskraft, wenn sie Böses kreiert. Wie kannst du ein Baby als böse einstufen, weil es die ganze Zeit schreit? Weißt du, wie viele Menschen das tun? Weißt du, wie viele Menschen sich wirklich intuitiv, weil sie so programmiert sind, von einem Baby bedroht fühlen? Sonst gäbe es doch nicht so viel Misshandlungen und so viel Böses da draußen. Wenn du wüsstest, dass nichts und niemand dich bedrohen kann, in deinem Sein, in deiner Göttlichkeit, wie würdest du denn reagieren? Wie würdest du denn die Welt sehen? Es ist heute ein so wichtiger Tag in unserem Leben. Und es ist heute so wichtig. Und es ist heute und jeden nächsten Moment von heute, weil wir haben ja nur jetzt. Also es ist jetzt, jeden Moment, in dem du hier deine Füßlein auf Erden hast, wichtig, dass du erkennst, was du siehst. Weil das, was du siehst, kreierst du. Das, was du postulierst, kreierst du in dein Leben. Das, was du von dir und von anderen glaubst, kreierst du in dein Leben. Und da braucht es nicht viel Hokuspokus. Da braucht es nur eine absolute Disziplin, dass du permanent das denkst, was du haben willst, obwohl du es nicht siehst. Du darfst permanent das denken, was du haben willst, obwohl du es nicht siehst. Du darfst permanent das postulieren, was du haben willst, obwohl du es nicht siehst. Alles ist da. Alles, was du dir wünschst, gibt es. Weil wenn es es nicht gäbe, hättest du den Wunsch nicht. Schon alleine die Tatsache, dass du dir etwas wünschen kannst, bedeutet, dass es für dich möglich ist. Die Tatsache, dass dir ein Wunsch in Erfüllung, in den Kopf, in den Sinn kommt, heißt, dass es für dich möglich ist. Wenn du einen Partner an deiner Seite möchtest, der nicht mehr von dir weicht, der dich Tag und Nacht unterstützt, für den du das Allergrößte und Allerbeste bist, wenn du dir das wünschst, dann ist es für dich da. Aber wenn du natürlich Glaubenssätze hast, die dann heißen, ja, aber das ist ja nicht gut für eine Beziehung, wenn man Tag und Nacht zusammen ist,
dann wirst du diesen Wunsch für dich niemals in Freude, in Fülle und in Harmonie ermöglichen können. Weil du glaubst, es steht dir nicht zu. Du glaubst, es ist nicht gut, das zu wollen. Das Gleiche mit Geld. Wenn du dir wirklich viel Geld und Fülle wünschst, aber gleichzeitig glaubst, dass viel Geld und Fülle bedeutet, dass du ein gieriger Mensch bist, wirst du dir niemals viel Geld und Fülle erlauben, weil du ja kein gieriger Mensch sein möchtest. Mit allem, was du dir wünschst, funktioniert es genauso. Wenn du deine entgegengesetzten Überzeugungen, die Überzeugungen, die deinem Wunsch entgegenstehen, nicht klärst, dann wird dein Wunsch sich für dich nicht erfüllen. Dann wirst du immer diejenige sein, die auf Leute mit viel Geld schauen oder derjenige und sagen, der ist sicher gierig und geizig. Wirst du glauben, immer. Wenn du jetzt aber eine neue Überzeugung für dich implementierst und sagst, alle Menschen mit Geld tun Gutes für sich und für die Welt. Oh, danke, Katrin. Deine Worte sind so heilsam und so wahr. Es ist die Wahrheit. Und wenn du spürst es auch, dass es mit dir resoniert, was für ein Bullshit du dir die ganze Zeit erzählt hast, der so wehgetan hat. Ein kontinuierlicher innerer Schmerz, der ist da, weil wir solche aktiven Überzeugungen haben. Und wie weh tut es, wenn du Schönheit und Reichtum von mir auch aus Luxus da draußen siehst und es negativ belegt wird von dir, obwohl eigentlich dein Herz sagt, oh, wie schöne Dinge kann man mit Geld machen. Oh, wie viel Schönes kann man mit Geld bewirken. Oh, wie Schönes kann man in die Welt schicken mit Geld. Ja, mit diesen Glaubenssätzen sind wir alle aufgewachsen, aber das heißt ja nicht, dass wir das weitertragen müssen. Das heißt ja nicht, dass es hier weitergehen muss. Ihr Lieben, es ist schon eine halbe Stunde vorbei. Ich muss jetzt die Tür aufmachen, weil mein Hundesitter kommt zurück. Ich mache morgen nochmal ein Live. Heute Abend habe ich nochmal Divine Money Coaching. Da freue ich mich riesig drauf. Und ab morgen startet das neue Programm Master of Divine Healing in Kombi mit Master of Divine Creation. Und vor allem dieser Master of Divine Creation ist für dich da, um genau deine Welt aufzuräumen, sodass du dir in Zukunft genau das kreierst, was du wirklich haben willst und dass du dir das so fest erlaubst. Und jeder Einzelne, der sich hier die Dinge erlaubt und drüber spricht, wie großartig und stark und mächtig wir als göttliche Wesen sind, verändert die Welt. Und dazu will ich beitragen und dazu möchte ich ganz viele Menschen ermutigen, auch beizutragen. Deswegen habe ich dieses grandiose Programm für meine Kunden, für meine Nicht-Kunden und für alle anderen mit super gutem Preis hier ausgeschrieben. Mach mit und veränder deine Welt. Sofort. Es ändert sich sofort. Mein nächstes Video wird eins sein, wo ich dir wirklich Beispiele bringe, wie ich oder die anderen etwas kreiert haben. Also, bis dann. Tschüssi.